Bruchteile von Größen, das ist die Aufgabe, die wir heute zu lösen haben. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Bei der Größe Zeit wissen wir ja ungefähr, wie viel eine Dreiviertel, Viertelstunde oder halbe Stunde ist. Das haben wir schon mal gehört. Bei Kilogramm, ja, da müssen wir ein bisschen uns umdenken. Ein bisschen schwieriger wird es dann beim Volumen, nämlich bei Liter. Wie rechne ich denn 3 Achtel Liter in Milliliter um? Der Witz ist, das Ganze macht man mit einem Dreisatz und der ist ja eigentlich seit der 5. Klasse bekannt. Wir werden das gemeinsam mal kurz uns anschauen, wie man mit Hilfe des Dreisatzes denn zum Beispiel 3 Achtel Liter in Milliliter umrechnet. Also, 3 Achtel Milliliter könnten wir theoretisch ablesen. Ja? Man sieht hier zum Beispiel 1 Achtel, da kommt kein Ergebnis, aber wenn man einen besseren Messbecher dran hat, da steht bei 3 Achtel Liter 125 Milliliter dran. Bei besonders guten steht sogar bei 3 Achtel 375. Aber wie berechne ich das Ganze? Nun, man geht am Anfang erstmal von einem ganzen Liter aus, weil den kenne ich. 1 Liter sind 1000 Milliliter oder Kubikzentimeter. Und das kann ich doch einfach mal hier hinschreiben. Etwas Bekanntes. Also ich nehme nicht 3 Achtel, sondern 8 Achtel. Etwas, was einen ganzen Liter ausmacht. Ja? Wisst ihr auch, 3 Achtel ist ein Bruchteil und 8 Achtel ist ein ganzer Liter. Das gibt 1000 Milliliter. Jetzt komme ich ja von 8 Achtel nicht genau auf 3 Achtel. Aber ich könnte ja von 8 Achtel erstmal auf 1 Achtel herunterrechnen. Wie mache ich das? Ich muss durch 8 teilen. Denn wenn ich 8 Achtel habe, komme ich auf 1 Achtel, indem ich geteilt durch 8 rechne. Also rechne ich 1000 Milliliter durch 8 und komme auf 125 Milliliter. 1 Achtel, 125 Milliliter. Jetzt brauche ich aber nicht 1 Achtel, sondern 3 Achtel mal 3 das Ganze. Und jetzt haben wir das Ergebnis schon fertig. 375 Milliliter. Wer das natürlich nicht im Kopf kann, bitte Nebenrechnung machen. Kein Problem. Aber so haben wir jetzt im Dreisatz gelöst. Auch hier machen wir das Gleiche. Wir nehmen nicht 8 Achtel Kilogramm, sondern hier natürlich 4 Viertel Kilogramm. Das sind nämlich 1000 Gramm. Und um jetzt von 4 Viertel auf 1 Viertel zu kommen, rechne ich geteilt durch 4. Und 1000 geteilt durch 4 gibt 250 mit der Einheit Gramm. 250 Gramm. Hier habe ich natürlich keinen Dreisatz, weil ich von 1 Viertel, also quasi auf die 1 zurückrechne und dann nicht mehr weiter. Deswegen eigentlich nur ein Zweisatz. Eine Dreiviertelstunde weiß jeder, dass das 45 Minuten sind. Dieses Mal mache ich es aber genauso wieder, damit wir lernen, wie wir es rechnen. Wir gehen auf 4 Viertelstunden, das sind 60 Minuten, also eine ganze Stunde. 4 Viertelstunden bringe ich auf eine Viertelstunde. Also 15 Minuten, 60 geteilt durch 4. Ich lasse jetzt hier diese Bögen weg. Das dürft ihr natürlich bei euren Rechnungen auch machen. Ist ja nur eine Unterstützung, um es besser zu sehen. Und wenn ich ein Viertel habe, gleich 15 Minuten, rechne ich mal 3 und ich erhalte für die Fragezeichen 45 Minuten. Was haben wir also heute gelernt? Bruchrechnen mit Größen ist eigentlich ein alter Hut. Denn wir müssen nur ein bisschen mit Größen arbeiten können und dann müssen wir auch noch ein bisschen mit Brüchen arbeiten können. Und das Ganze funktioniert über den Dreisatz. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss!